Ich grüße euch Leute und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von WWE Supercard. Leute, das Wochenende ist vorbei, die RTG um den guten Vader ist beendet. Ich konnte ihn mir zum Glück, muss ich fast dazu sagen, noch holen. Hab wirklich auch heroisch gar nicht gespielt dieses Wochenende, sondern mir einfach nur die Vader-Karte, also einfach nur die Vader-Karte geholt. Ja, manche, die nicht so ein gutes Deck hatten wie ich, sind weitergekommen mit 10er und 6er. Ich hatte da wirklich ein bisschen Probleme gehabt. Musste reichlich früh mit 2er-Matches anfangen, aber konnte ja dann am Ende doch noch klären. Ich hatte kein Goliath-Pull gehabt, aber ich hatte zwei WrestleMania 34-Pulls gehabt und ich denke mal, es wird nicht so weit hin sein, dass ich meinen ersten Goliath-Pull habe. Dann heute richtig geil. Wir werden natürlich noch auf die Team RTG zu sprechen kommen. Und dann haben wir aber noch ganze zwei TBG-Packs zu öffnen, wo eine Goliath-Karte drin sein kann. Und dann, als ich im Briefkasten geguckt habe, habe ich gesehen, ich habe noch ein TBG-Pack. Das muss doch von WrestleMania 34 sein. Habe ich wahrscheinlich im Stream oder so vergessen zu öffnen. Leute, ist überhaupt kein Problem. Warum bin ich hier drinne? Ich wollte euch noch den einen WrestleMania 34-Pull zeigen. Und zwar der gute Mick Foley. Kein Pro für mich. Kein Pro, sage ich schon. Ein Pro für mich. Richtig geile Karte. Ich denke mal, von der Wertigkeit her wird er noch in mein RTG-Deck mit reinkommen. Und Mick Foley finde ich eh sowas von genial. Deshalb werde ich den guten noch playleveln und trainieren. Ihr seht, ich habe hier eh noch Brot. Pete Dunne muss ich auf jeden Fall noch fertig machen. Dürfte eigentlich auch nicht mehr so viel fehlen. Dasselbe gilt für... ich sehe es jetzt hier. Chris Jericho ist besser als Kevin Owens. Okay, ja, also ich habe hier auf jeden Fall noch Brot zum Trainieren, zum Playlevel, zum Kombinieren, was weiß denn ich nicht alles. So, Road to Glory, Team Road to Glory steht an, die erste auf der Stufe Goliath. Wir gehen mal kurz durch, Xavier Woods, Bobby Wood, Ken Shamrock, Jeff Hardy, R-Truth, Samoa Joe, Z, Brian Kendrick, Booker T, auch eine coole Karte, habe ich schon als Pro. Und dann Mr. Butterfinger, Bobby Lashley, haben wir hier als Goliath-Karte drin. Coole Karte, ich bin nicht der größte Bobby Lashley-Fan, aber man will sie natürlich haben. Jede Karte ist eine Chance mehr auf den Pro und allein darum geht es ja in WWE Supercard. Vielleicht ziehen wir ihn ja jetzt hoch. Ich weiß es nicht, Leute. Es wäre auf jeden Fall richtig, richtig geil. Sonst habe ich eigentlich gar nichts weiter. Ist ja Montag, da ist es immer mehr nur so ein Quickie, den wir hier abzuhandeln haben. So, und dann gehe ich mal auf Belohnungen. So, und ihr seht, hier ist nämlich noch ein TBG-Pack, ein älteres. So, wir tun jetzt hier erstmal unsere Competitive Points einsammeln. Kann ich O2-Packs öffnen? Müsste ich eigentlich mal auch machen mit euch. Momentum-Slots, ganze ein Stück. Ich habe nicht so viel gespielt. Leute, wir hauen jetzt erstmal die Competitive Points auf den Kopf, würde ich mal sagen. Habe ich ja im Stream mal mit euch eine Asuka auf WM34 gezogen und das war schon eine richtig, richtig geile Nummer. Wir gehen hier mal hin. Hier kann eine Goliath-Karte drin sein. Bestie bis Goliath sehe ich gerade und 4 Superstars. Bestie bis WrestleMania 34. Ganze 2 Stück können wir öffnen. Und Leute, ich würde sagen, wir versuchen einfach mal unser Glück und gucken hier mal rein, Leute. Aha. Aha. Oh, so ein kleines Roman Reigns Pack, habe ich so den Eindruck. Wir verkarten zum Trainieren immer wieder gut. Leute, eins ist noch dabei. Wir gucken einfach mal rein, was soll ich sonst mit den Punkten machen. Okay, ah, nur Bestia am Start. Aber ich sage mal, für Leute, die noch nicht so weit oben sind, ist das eine sehr gute Möglichkeit, sich Karten zu holen. Wenn ich hier mal gucke, hier waren 3 Diven mit drin. Coole Sache auf jeden Fall. Aber natürlich nicht das gewünschte Ergebnis, was wir haben wollten. Umso mehr hoffen wir natürlich, dass das jetzt hier klappt. Wir fangen mal mit dem ersten TBG-Pack an. Gegen das Team Viperville haben wir uns durchgesetzt. Hashtag nie Glück. Das ist, bin ich mir zu 100% sicher, noch ein WrestleMania 34-Pack. Leute, wir gucken mal rein. Aber inne drinne. Aber inne drinne. Du ahnst es nicht. Vielleicht so ein Ric Flair oder so. Puh. Oh mein Gott, was ist das für ein Start in die Ausgabe heute? Und ich glaube, dadurch, dass ich das Pack jetzt geöffnet habe, habe ich jetzt hier kein Glück mehr. Ja, Jinder Mahal bin ich jetzt natürlich nicht so glücklich. Gut, jetzt geht's aber um die Goliath-TVG-Packs. Wir haben uns durchgesetzt, Hashtag nie Glück gegen das Team RKO Pirates. Ich habe bei dem Teamnamen nichts anderes erwartet. So, wir gucken, vielleicht ist eine Goliath-Karte drin und eine WrestleMania 34 Diva. Leute, wir gucken.
Oh, aber auf jeden Fall zwei WrestleMania 34 Karten für Jason Jordan. Ist ein Pro, bringt mir aber leider nichts mehr, Leute. Haben wir hier so Walk, richtig geile Karte. Und, oh, Chad Gable. Naja, ist ja Tag Team mäßig, sind wir hier unterwegs. American Alpha ist am Start. War jetzt nicht so cool. Nächstes CBG Pack. Hashtag nie Glück durchgesetzt gegen Team Hands. Richtig fiese Teamaufstellung in Bezug auf die Punkte der jeweiligen Decks. Hätten die komplett aufgeladen, hätte es für uns, glaube ich, schon ziemlich alt ausgesehen. Aber Leute, wir gucken. Oh, aber drei WrestleMania 34 Karten, schon eine geile Nummer. Wie gesagt, coole Pros immer noch gesucht. Diva Pro fehlt auch noch. Leute, wir gucken. Kyle O'Reilly ist ein Pro, bringt mir aber nichts mehr. Samoa Joe habe ich schon als Pro, aber ich könnte ihn nochmal machen. Und AJ Styles habe ich noch gar nicht gezogen gehabt. AJ habe ich noch nie gehabt. Mich irritiert es gerade, dass ich keine Punkte kriege wegen hier Kartenkatalog. Aber ich bin mir ganz sicher, dass AJ kein Pro ist. Gut, Samoa Joe könnte man nochmal machen. Wir könnten den Jinder machen. Wir könnten Kyle machen. Wir könnten Jason machen. Aber, nee, AJ Styles leider kein Pro. Ja, Leute, was soll ich sagen? Das Glück besteht natürlich weiterhin. Wir haben bei den Goliath-Packs jetzt, Goliath-Packs sind es ja nicht, ihr wisst ja, TBG-Platin-Packs, keine Goliath-Karte rausgezogen, miese Nummer. Das geht doch nicht. Aber AJ Styles, coole Karte, wenn der mal Pro wird, werde ich den auch definitiv noch play-leveln und kombinieren. Dazu feiere ich AJ Styles dann doch auch viel zu sehr. Aber ich hoffe, ich merke mir die Zahl. Wir sind jetzt quasi bei Stufe Goliath 0 von 2 TBG-Packs. Vielleicht mache ich hier einen kleinen Counter mit rein, dass ich da weiß, was da immer Phase ist. Und Leute, was soll ich sagen? Blöder Einstand eigentlich, aber naja. Leute, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie sah es bei euch in den TBG-Packs aus? Tät mich wirklich mal interessieren. Und wie weit seid ihr an der RTG gekommen und was weiß denn ich nicht alles? Leute, ich danke euch vielmals, dass ihr eingeschaltet habt und würde sagen, keep on wrestling und wir sehen uns in der nächsten Ausgabe. Macht's gut, Leute. Ciao.